Hallo und willkommen, hier ist Charatan LP mit seinem Let's Play Wissen. Einstellungen habe ich folgende vorgenommen: YouTube-Format bei der Bildschirmauflösung, Tiefenstellung der Hohlfrequenz, die lässt sich nicht ändern. Hier habe ich ein klein wenig die Helligkeit hochgenommen, weil ja viel in der Nacht stattfindet. Tonmäßig bin ich noch am Rumprobieren, habe ich gerade auf 20%, kann man scheinbar nicht leiden. Ja. Spieleoptionen, wir spielen normal, also wir wollen es natürlich nicht übertreiben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten ein neues Spiel und ihr könnt euch ja dieses Intro erstmal anhören. Dauert noch ein paar Sekunden, bis es geladen hat. Und tja, dann geht es aber auch schon los. Ich halte eine Weile meine Büsche, oder? Ja, ich halte eine Weile die Büsche. Dauert länger als vermutet. Nerv, nerv, nerv. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen. Aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Zum Bürger bin ich hier. So, ich würde ja mal sagen, das war ein ziemlich beeindruckendes Einführungsvideo. Wir sind jetzt hier am Strand gelandet. Ich muss erstmal rauskriegen, wie das alles ging hier. Ach so, ja, genau. Ich habe jetzt auch schon eine Weile nicht gespielt. Es ist also kein Blindspiel. Ich sammle jetzt erstmal hier auf, was hier rumliegt. Da haben wir Heiltrank. Den Angeschwemmten, da kann man was wegnehmen. Da ist Blut, da haben wir Knüppel. Eine Goldlinse. Noch ein Knüppel. Da kann man schon ein bisschen bewaffnen. Aber muss noch nicht sein. Ich gucke erstmal hier mal rum. Ach ja, da kann ich hüpfen. Halt, Ei. Goldlinse. Nein. Das sieht so schön aus. Aha. Ja, cool, wir haben das jetzt eingedeckt. Oh. So. Als erstes machen wir uns gleich mal einen Spaß. Wir gucken mal hier schön gemütlich an. Oh, ist das fein, das Wasser. Mann, geil. Ups. Überraschung. Also an die Wasserkante darf man nicht zu nah rangehen. Wie man es gerade gemerkt hat.
Da kommt dann so ein Vieh, zieht einen aber keine Lebensenergie ab oder irgend sowas, haut einen quasi bloß wieder an den Strand. Muss man also noch keine Bedenken haben, dass da was schief gehen könnte oder so weiter vorgerät. So, hier haben wir mal auch noch einen größeren Ast, dachte ich immer. Ja, stabiler Ast. So, hier haben wir eine Muschel, sehe ich gerade. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Die ist, ja, ziemlich leichtgängig. Ach, das war der automatische Speicher, da haben wir direkt jetzt. So, jetzt haben wir hier. Ja, hier liegt die Sarah, die lassen wir aber erstmal noch in Ruhe, die nervt sonst nur. Wir gucken uns noch ein bisschen am Strand um. Da gibt es nämlich mehr zu holen als nur ein paar blöde Muscheln. So, ich bin jetzt noch ein Erfunden hier hinten. Und da hat sogar schon was bei sich, nämlich eine anständige, halbwegs anständige Waffe. Hier haben wir eine Fackel. So. Sind wir hier so weit durch. Wir werden auch gleich in die ersten Kampfszenen verwickelt. Aber wie gesagt, ich muss jetzt auch erstmal mich langsam wieder reinfinden. Ins Game. Nochmal hier hinten. So. Inventar hatten wir hier. Das andere war hier. So, ich lege erstmal die Waffe hier an. Das ist so ein Ei. Ei bringt Erfahrungspunkte. Momentan haben wir 0 Erfahrung. Wenn wir das Ei verputzen, haben wir 5 Erfahrung dazu gekriegt. So, in den Muscheln, da sind im Allgemeinen Perlen drin. Aber ich habe festgestellt, irgendwann mal an jedem Strand plus eine. Also, wenn man sich schon erwischt hat, brauchen wir die anderen gar nicht mehr aufzumachen. So. Wir haben hier ein bisschen Wein, den brauchen wir später erst. Wir haben ein bisschen Grog, ein bisschen Fisch, einen Heiltrank. Ja, und ja, für die Heilung und dann ja noch sehr wenig. So, jetzt muss ich auch mal sehen, Waffe ziehen, wie ging das jetzt? Ach, genau. So, denn hier vorne war das schon der erste Feind auf uns. Wenn ich hier die Glocken geht, so. Oh, die ersten zwei Feinde. Oh, da kommt schon verletzt rein. Ach, Mann! Was haben wir erledigt? Nee, das ist gar nicht so schwierig. So. Ach, genau, die steckt noch was weg. So, wir haben hier einen Bollenbräuler. Ach nee, roher Bollen. Und na gut, nochmal den angeschwemmten aus hier. Ich glaube, ich merke gerade im Ton, die Sprache muss ich wieder ein bisschen hochnehmen. Das erscheint mir ein wenig leise. Also den seine Sprache. Mein Gelaber ist garantiert wunderbar zu hören. So. Mit großen Lecks scheinen wir auch nicht rechnen zu müssen hier. Goldmünze. So. Den hier oben hat man erledigt. So, gehen wir erstmal wieder in die Richtung. Wie gesagt, es ist bei mir kein Blind-Spiel, wenn ich das jetzt hier spiele. Ich habe das schon mehrmals durch. Es war allerdings jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich würde mal sagen, es ist ein Viertelblind. So, Waffe raus, hier vorne steht wieder schon der nächste solche Vogel rum. Oh, ja.
So, der ist erledigt. Da steckt die Waffe weg. Damit ich den Keil aufnehmen kann. So. Gehen wir hier schön am Rand lang. Denn da haben sie dann was versteckt. Ich warte, das ist hier offen schon so viel, oder? Ach so, man sieht das Zeug nur. Also es wird nur angezeigt, wenn man. Wenn man kein. Ah, hier haben wir Goldmünze. Ein Langschwert und noch eine Goldmünze. Ach, noch ein bisschen was. Nein. Ja, das brauchen wir nicht das Einzige, was wir hier im unteren Bereich finden. Die meisten, die rammeln hier einfach durch. Habe ich nur festgestellt. Aber man hat ja Zeit. So. Denn. Jetzt haben wir nämlich schon zumindest ein rostiges Schwert gegenüber unserer Waffe. Klingschaden 12. Naja. Nee, der Ball ist für unsere Waffe. Aber zu verkaufen ist ja gut. So. Das Gewitter hier gerade mächtig. Ich habe das Gefühl, hier ist auch schon was. Hier war auch so viel. Ach ne, da war noch einer. So. Wir treffen hier im ersten. Ah, ich wusste doch, hier ist noch einer. Die sind schnell wie. Die sind so schnell, die Viecher. So, hier haben wir ein Heilkraut. Hier haben wir eine Schiffswache, die nicht überlebt hat. Kann auch nicht mal was zu essen dabei haben, ein paar Geld zu haben. So, ich würde da auch mal sagen. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt schon hier was habe. Lebensenergie. Das kann man alles noch nicht essen. Na, dann machst du das hier noch mit. So. Was wollen wir jetzt hier speichern? Ich will mal zwischenspeichern. Aha, das war speichern. So. Irgendwo hier Geister noch mehr Fies drin, dachte ich. Ach, hier unten. Ne? Ach ne, hier von der anderen Seite her. Das sind noch ein paar Brüder. Stimmt ja. Da war noch so ein Seegeier oder sowas. Ich krieg doch hier auch schon so rum, so ein Mistvieh. Also bei Rissen ist es wahrlich so, man muss auch wirklich das ganze Gebiet erkunden. Zuerst so gerät, kommt man wirklich in vollen Genuss von dem Spiel. Oh, da war er leicht jetzt. Ne? Den haben sie aber ganz dumm gestaltet. Damit auch ja keine Gefahr darstellt. Normalerweise soll man ja hier den lang latschen. Aber wie gesagt, ich lasse mir da immer ein bisschen Zeit am Anfang. Bei dem Spiel gibt es nämlich einiges mitzunehmen. Mana-Pflanzen, ein paar Heilkräuter. So. In dem Spiel haben diese Pflanzen hier eine sehr große Bedeutung. Ich gehe nochmal ins Inventar. Ja, das Pflanzenzeug. So, am Anfang kann man sie so mit wegputzen. Okay. Aber später sollte man sie dann aufheben, weil man kriegt dann Rezepte, beziehungsweise man erlernt Alchemie. Und mit erlernter Alchemie kann man Tränke brauen, dass man dann so einen kleinen Heiltrank zum Beispiel hat, der natürlich dann 75 Lebenskraft gibt. Okay. So, aber jetzt werden wir erstmal die Dinger einfach in uns reinfressen, insofern sie nützlich sind, zum Beispiel Mana, brauchen wir jetzt überhaupt noch nicht. Okay. Von daher brauchen wir auch keine Mana-Sachen wegzuputzen. So, wie geht's weiter? Genau, dann nehmen wir mit, ach nee, was ist drin? Nehme ich raus. So, wir kämpfen uns hier lang.